Wir gibt beim Teen Stripe eine spannende Zeit mit diesen Schulabgängern. Vor 3 Jahren haben wir nämlich in der Corona-Krise eigentlich gestartet. Und zuerst haben wir uns noch treffen mit Maske und Abstand. Und später haben wir dann online Teen Stripe machen. Und die Gruppendynamik war etwa null. Und in dieser Krise haben wir uns dann entschieden, als Leitungsteam vom Teen Stripe eben ein Weekend zu machen, das ja einfach wieder Beziehungen aufleben können. Und dann haben wir das Weekend gehabt. Und nach dem Weekend haben wir jetzt mal alle in Quarantäne gehen. Schon wieder so ein Bummer gewesen. Aber schlussendlich hat Gott uns eine mega coole Gemeinschaft geschenkt, wo ich mega dankbar bin und es einfach so schön war, zu sehen, wie die Schulabgänger einfach gewachsen sind, persönlich und im Glauben, und dass sie jetzt eben weitergehen in eine Ausbildung. Bei ihnen bringt ein neuer Lebensabschnitt an, sie gehen in neues Terrain, und wir haben ja jetzt viele von uns Sommerferien. Und mir nimmt das Wunder, wer von euch geht mit dem Auto in die Ferien und tut sich anhand von einer Karte orientieren, wie sie ans Ziel kommen. Eine ausgedruckte Karte, mal Hände auf. Genau, ein paar Leute, und ich bewundere das, weil ich persönlich würde das nicht lesen und brauche wegen dem immer GPS. Und in der Vorbereitung für die Predigt habe ich eben gemerkt, dass eben bei einem GPS sagt es ja immer so, in 200 Metern rechts abbiegen. Bitte fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Und es sagt einfach immer nur die nächste Kreuzung voraus und nicht schon irgendwie 10 nächste Schritte. Und für eben die Schulabgänger und Preteens fährt jetzt eine neue Zeit an. Es heisst, bei ihnen jetzt rechts abbiegen. Ich erinnere mich noch gut, als ich in die Lehre gegangen bin, als Floristin, hatte ich 5 verschiedene Ausbildner. Und ich habe es auch schwierig gefunden, mich immer wieder auf die neuen Leute einzulassen. Und nachher habe ich mich oft gefragt, ja, soll ich das abbrechen? Soll ich den Lehrbetrieb wechseln? Und ich habe auch gelernt, durchzuhalten. Und das ist etwas, liebe Schulabgänger, wo wahrscheinlich auf euch wird zukommen, so Momente, wo man muss durchhalten muss. Und auch in meinem Studium habe ich es schwierig manchmal gefunden, zu wissen, hey, ich muss einfach jetzt durchhalten. Ich bin jetzt nicht so gut in der Rechtschreibung und wir mussten immer schriftliche Kompetenznachweise abgeben. Und alle etwa 5 bis 6 Wochen hatte ich so einen emotionalen Ausbruch, wo ich einfach am Boden zerstört war und wie zu Gott kommen und ihn fragen, hey, möchtest du, dass ich das aufhöre, wenn das immer wieder vorkommt? Oder ist das ein Zeichen, dass ich aufhören soll, studieren? Und immer wieder hat er mich aber ermutigt, zum Weitermachen. Und ich habe in dieser Zeit mir immer wieder so Bibelstellen festgehabt. Ich bin wie zu Gott gegangen mit dieser Herausforderung. Und eine von diesen Bibelstellen, die wir jetzt heute zusammen anschauen. Und zwar ist das 1. Korinther 9, 24 bis 26. Ich tue das gerne vorlesen. Ihr könnt da mitlesen. Also, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gilt daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen.
In diesem Bibeltext, da braucht der Paulus ein Sinnbild. Er macht es, für das er wie mit seiner Gemeinde, den Korinther, wie so auf Augenhöhe mit ihnen reden. Das hat er mega oft gemacht, eben sich ein Bild wie überlegt, das zu seiner Aussage passt. In Korinth war das, wo sie die ismitischen Spiele ausgetragen haben. Das ist so etwas wie die olympischen Spiele. Es sind einfach antike Festspiele, wo sie so Einzeldisziplinen wie eben Rennen oder Boxen hatten. Noch ganz viel mehr natürlich. Und ich weiss nicht, wer kann sich an eine EM oder eine WM erinnern. Da ist es ja so, dass man alle sind da ein bisschen am Mitfiebern. Und wenn man wie nicht weiss, was sagen, kann man einfach mal fragen, hast du oder Match geschaut? Oder, und so kann man mega einfach ins Gespräch mit Leuten kommen. Und weil die Stadt in Korinth so eben die ismitischen Spiele so kennt hat, hat er dann auch das Sinnbild gebraucht. Der Paulus ist das. Genau. Und die Leute, die Athleten, die haben sich ja vorbereitet. Und vor ein paar Jahren sind mal der Stefan und ein paar Freunde von mir Florenz für einen Halbmarathon. Und wir sind am Freitag dort hergefahren und haben gedacht, ja, am Samstag essen wir ein bisschen Glassen essen, Pizza, Pasta und so die italienische Küche einfach ein bisschen geniessen. Und da hatten wir eben eine Kollegin dabei gehabt, und die hat das gar nicht cool gefunden. Und hat so gesagt, hey, im Fall, wir haben ein Ziel, und zwar den Lauf. Wir können jetzt uns nicht so mit Pasta ernähren und Pizza. Wir essen ungesalzene Speisen, und zwar Pasta mit ungesalzener Tomatensauce. Und so ist daraus wie so ein Verzicht entstanden. Aus dem Grund, dass wir eben fokussiert waren auf den Lauf. In diesem Bibeltext geht es ja einfach darum, dass es einen Sieger gibt. Und ich habe mich gefragt, ja, also gibt es denn nur jemanden, der das gewinnen kann? Das ist ja mega unmotivierend. Und ich habe herausgefunden, dass die Pointe von diesem Text eben nicht ist, dass einfach jemand gewinnt. Der Paulus hat es einfach gewählt, weil es zu dieser Zeit keine anderen, also weil man einfach die Disziplinen hat kennt, die so einzelsportartig waren. Und es geht aber darum, eben um die Zielstrebigkeit und Anstrengung, die die Athleten in Kauf nehmen, für das Ziel zu erreichen. Und das ist auch etwas, was ich euch Schulabgänger mega wünsche, dass ihr ja, so eine Zielstrebigkeit dürft haben, wo aber nicht auf irgendetwas erreichen ist, sondern eben auf Gott. Und dass ihr in den Momenten, die schwierig sind, könnt zu ihm kommen und mit ihm ins Gespräch kommen. In meinem Studium hat es eben auch mal so einen Tag gegeben, wo ich gedacht habe, ich gebe das auf. Ich hatte eine Besprechung mit einem Fachmentor, und mir gesagt hat, also mit mir wollte die Arbeit besprechen und mir wollte helfen, dass ich ein gutes Ziel erreichen kann. Aber es hat bei mir angefangen, ich konnte gar nicht mehr zuhören und angefangen zu rennen bei diesem Fachmentor. Und wir haben es dann noch fertig gemacht, das Gespräch, dann bin ich rausgegangen und habe so einen Gartenzaun gesehen und hinten dran einen Hagebutten. Und dann bin ich mal dort hergelaufen und habe ein paar abgelesen und bin von der Wiese gelaufen. Und dort habe ich dann auch Blumen gepflückt, weil es einfach etwas ist, was ich gerne mache, was mich entspannt. Und dann habe ich da den Blumenstrauß zusammengestellt und Gott hat zu mir gesagt, hey Noemi, du musst im Fall keine Meisterleistung ablegen, sondern du einfach das, was du von mir überkommst, die Informationen, du die einfach schön büscheln. Und das Reden von Gott hat mir geholfen, durchzuhalten. Und das ist nicht einfach in so Momenten, wo man eigentlich keine Lust hat,
Ich glaube, das kennen viele von hier, wie er so Gottes Gegenwart zu suchen. Aber er ist wie der, der wirklich Ermutigung schenken kann. Wieder zurück zu den Korinthern. Die Athleten haben für einen vergänglichen Siegeskranz alles hergegeben. Und wir dürfen eine so eine Ewigkeitsperspektive haben, wo es eben nicht darum geht, was wir leisten, sondern was wirklich darum geht, verbunden zu sein mit ihm. Ich lese jetzt das Buch von der Tabea Obliger, die ja an der Pfingstkonferenz hier war. Und sie redet auch von einer Laufbahn, dass wir alle eine Laufbahn haben bekommen. Und wo es keinem Athlet in den Sinn kommt, einfach auf eine andere Laufbahn zu gehen. Sondern es ist wie klar, man läuft auf seiner Laufbahn, sonst wird man disqualifiziert. Und bei den Kids am Sporttag, ich weiß nicht, bei mir hat es auch noch so einen 100-Meter-Lauf gegeben, wo man möglichst schnell sein musste. Und es hat immer geheißen, hey, schau gegen vorne, schau nicht gegen links oder rechts. Und wenn du das machst, dann wirst du langsamer, dann bist du nicht mehr fokussiert und du wirst eingeholt werden. Und dort auch einfach die Ermutigung, wir dürfen einfach auf unserer eigenen Laufbahn laufen, egal wie schnell das ist. Oder ja, auch wie wenn wir die GPS-Stimme hören. Wenn ich irgendwo hergehe in der Stadt und nicht weiss, wo die Adresse ist, dann laufe ich einfach und höre in 100 Metern rechts abbiegen. Und dann tue ich abbiegen. Und ich glaube, sehr oft ist es bei Gott auch so, dass er einfach wie mal den nächsten Schritt zeigt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, eben, wir haben in Florenz auf Glace und Pizza verzichtet. Und im Trubel von 2023 da dürfen wir manchmal schon auf Sachen verzichten. Und das weiss jeder. Da muss wie jeder selber herausfinden, auf was. Jetzt zum Beispiel bei mir geht mein Handy immer um 9:30 auf einen schwarz-weißen Modus. Und dann bin ich manchmal noch am Handy am Foto durchscrollen. Und dann merke ich so, schwarz-weiß ist eigentlich gar nicht so cool. Und ich lege es weg. Und kann mich eben fokussieren auf irgendwie noch das Gespräch oder auf Gott. Ich kann noch ins Gebet gehen. Das hilft mir zum Verzichten. Genau, wir dürfen mit Gott verbunden sein, das ist ein echtes Privileg. Und ich komme zum Schluss von dieser Predigt. Liebe Schulabgänger, ich wünsche euch, dass ihr in den herausfordernden Momenten, die in der Lehre werden kommen oder im Gymnasium werden kommen, dass ihr dort einfach dürft durchhalten und nach an der Stimme oder am Herz von Gott sein. Dass ihr einfach dürft seine Ermutigungen wahrnehmen und wertschätzen. Und dass Gott euch wirklich auch hilft, die Ewigkeitsperspektive zu haben, und dass ihr mit ihm könnt euren Lebensweg navigieren. Amen. Amen. Die will, was er mit uns geschehen. Amen. Amen. So wie das sei, so sei.